Also Domme, also Flo findet sie schon mal scharf, ja? Findet er Domme ganz würzig, ne? Domme angelt sich endlich einen Mann. Mit der heutigen Folge wird es wieder, ja, sehr viel Schrecken und sehr viel Freude geben, denn wir gucken uns eine neue Domme-Folge an, Freunde. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Fridolin und Hedwig haben sich auch schön schon an den Weihnachtsbaum gesetzt, Freunde. Herrlich ist das, herrlich. Und übrigens, kleine Info, ich habe auch jetzt für alle Videos mal Playlisten erstellt, auf meinem Channel, ganz übersichtlich, mit Hilf mir, mit Domme, jetzt Seven Wars Wild, alles einfach übersichtlich. Falls ihr Bock auf mehr Videos habt, könnt ihr euch da in den Playlisten immer die Videos einer Reihe reinziehen. Okay. Oh, hallo. Was ist denn mit dem Bett passiert? Oh nein! Manche benutzen ein Bett, damit ein Partner oder ein anderer Mensch da drinnen schlafen kann. Domme tatsächlich benutzt die ganze Betthälfte nur für Süßigkeiten. Wir haben hier wieder alles. Wir können hier alles vorfinden. Kekse, Schokoküsse, Chips, Cola, einfach alles von A bis Z. Herrlich, das ist gemütlich. Ja, das ist mir durchgekracht. Ich sag doch, es ist alles scheiße. Ach, das ist durchgekracht. Eieiei, aber warum, Domme? Zu viel gegessen oder ist da ein Partner im Spiel? Weißt du, wenn ich das hier alles sehe, wenn du das auch alles noch isst, weißt du, was dann passiert? Der kracht nicht nur das Bett ein, sondern die ganze Etage. Dann kracht nicht nur das Bett, dann kracht der ganze Boden ein. Und ja! Hey, Tante Marianne, ein imaginärer High Five. Wir sind schon so ähnlich. Ey, es hat jemand sogar in meinem Video schon gesagt, dass ich ab und zu so ein bisschen rede wie Tante Marianne. Dieses Aufregen, diese Betonung und so. Und das ist Fakt, dass, was man sich oft anhört, wie ist das Wort? Ich weiß nicht. Man adaptiert, genau. Man adaptiert viele Eigenschaften. Und ich rede schon so ein bisschen wie Tante Marianne. Unten im Wohnzimmer. Ja, aber ich brauche das gerade irgendwie. Ich fühle mich so alleine. Leonie geht den ganzen Tag in den Kindergarten. Ja, in Kindergarten. Ja, denn wenn du sich selber um Leonie kümmern kannst, denn Kindergarten ist ja dafür da, eigentlich, wenn Eltern tagsüber oder morgens arbeiten, dass sich um das Kind gekümmert wird. Aber Domme liegt nur in ihrem Bett und futtert. Die arbeitet ja gar nicht. Oh Mann, Domme. Domme, Domme, Domme. Ich hoffe, die Süßigkeiten schmecken zumindest. Weil nach diesen Massen, die man sich reinflanscht, kann das doch gar nicht mehr schmecken, oder? Und ich habe überhaupt keinen. Aber guck mal, es ist Mittag. Ja. Und du liegst immer noch im Bett. Mittags helligter Tage im Bett und am Reinfuttern. Das ist ja wirklich ekelhaft. Ja, was soll ich denn auch sonst machen? Ja. Ja, da gibt es doch nun tausend Dinge. Du könntest dich zum Beispiel mal hübsch herrichten. Hübsch herrichten, mal aufstehen, arbeiten, sich bewerben, Sport machen. Irgendwas, Domme. Irgendwas, El Maggi-Videos gucken. Alles ist besser als das, was du gerade machst. Wozu sollte ich das denn machen? Das ist doch alles scheiße. Ja, um vielleicht mal jemanden kennenzulernen. Warte, ich setz mich mal. Domme muss endlich ihren Arsch bewegen. Die lässt sich ja sowas von gehen. Das ist so ein nettes Mädchen und die muss echt was auf sich machen. Denn die traut. Na klar, Potenzial haben viele Menschen. Domme hat sicherlich auch Potenzial. Aber die schöpft das so ungefähr 0,1% aus, Domme. Gib Gas jetzt. Prinzen kommen heute nicht mehr mit dem Pferd vor die Tür angeritten und sagen, hallo, hier bin ich. Nee. Was machen wir jetzt? Nee, Prinzen kommen nicht mit dem Pferd angerissen und, ne, angeritten. So, und damit ein Prinz angeritten kommt auf dem Pferd, auf dem Ross und sich Mühe gibt, dann muss auch die Frau ein bisschen was bieten können, ja? Und damit zeigt das im Moment nicht so. Ich weiß es nicht, Mann. Ich fühle mich halt so alleine, da ist halt keiner. Ja, Domme, in Selbstmitleid zu versinken, macht die Lage auch nicht besser. Aber Domme, brezel dich doch mal richtig auf. Du bist so eine Hübsche. Weißt du, und die aufbrezeln. Wenn sich Domme aufbrezelt, wir haben das schon gesehen. Ja, dann sieht sie aus wie ein Clown. Dieses Gejammer. Ja, richtig. Das so. Kann ich überhaupt nicht haben. Danke, Marianne. Dieses in Selbstmitleid zerfließen. Danke. Weißt du, das brauchen wir nicht. Mein Reden, ey, Marianne und ich, wir haben die gleiche Einstellung, das ist unglaublich. Das Selbstmitleid bringt niemandem was und bringt dir selber am wenigsten. Das ist eine Abwärtsspirale. Ich würde Domme so gerne helfen, aber verlieben kann sie sich nur selber. Ich bin Tante Marianne so dankbar. Die ist immer für mich da, wenn ich sie brauche. Das kannst auch sein. Tante Marianne hat mich noch nie im Stich gelassen. Richtig. Sie ist die Allerbeste. Tante Marianne ist wirklich die Allerbeste. Okay. Tante Marianne hat ihre schlaue rote Lesebrille auf. Das heißt, es werden hier Annoncen gelesen. Es wird in der Zeitung recherchiert. Wahrscheinlich wieder Stellenanzeigen für junge Männer. Hier. Dann geht's wieder auf ein Date. Uiuiui, wo ist sie denn wieder? Profil von Pascal. Eieiei. Männlich 26 Pascal-T. Domme? Domme, wen suchst du aber? Ja, Domme, nicht zu hoch und jetzt nicht nach den Sternen greifen, ne? Ja, da hat der Leckerschmecker, ne? Da geht die Zunge auch mal über die Lippen, ne? Domme. Ist sie so? Nein. Zu muskulös. Das muss ja auch ein bisschen matchen, Domme. Das muss ja matchen.
Ich schon mal so Annons. Liebevoller und liebebedürftiger Liebeskasper. Ewig jung, 54 Jahre alt, 1,76 Meter. Was heißt denn 78? 78 Kilo. Biker, Architekt, möchte dein Leben lang auf den Händen tragen. Solltest du auf keinen Fall 50 Kilo wiegen? Sollst du über oder auf keinen Fall unter 50 Kilo wiegen? Was steht da? Ausgesucht. Liebevoller und liebebedürftiger Liebeskasper. Ewig jung. Viel zu viel Liebe und der ist über 50. Was will Domme? Domme ist 25 oder so. Architekt. Ja. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, der hat vielleicht ein paar Moneten übrig. Jetzt weiß ich nur nicht, hier steht 54, 1, 76, 78. Der ist 54, ja. Der ist 30 Jahre älter als ich. Ja. Hast du so noch alle? 30, die ist 4, Domme ist 24. Das ist auch, finde ich immer wieder überraschend, wie jung Domme noch ist. Sein Jungspund. Stell dich mal nicht so an, du musst auch mal Kompromisse machen. Weißt du, so ein Mann, der 50 ist. Außerdem glaube ich gar nicht, dass das ein Alter ist. Das ist bestimmt die Hutgröße. Ja, 54. Das ist auch die wichtigste. Ganz vorne steht bestimmt die Hutgröße. Hutgröße 54. Auf Händen tragen. Aber weißt du was? Eigentlich ist das dann ein ganz armer Kerl. Wenn der dich dein ganzes Leben lang auf Händen tragen muss. Ein bisschen sticheln. Das macht Tante Marianne aber auch wirklich gerne. Immer ein bisschen sticheln. Nochmal hier, nochmal da, nochmal da rein. Ja, weil sie hat es wortwörtlich genommen, ne? Natürlich meint der junge Herr natürlich auf Händen tragen. Nicht wortwörtlich, sondern, ne? Liebevoll, umgeben mäßig, ne? 2 Jahre ist der fertig mit Schönscheiben. Da hat der 18 Mal einen Bandscheibenvorfall und sitzt wahrscheinlich im Rollstuhl. Die disst doch mir jetzt aber auch gerade 18 Bandscheibenvorfälle. Keinen, der mich ewig rumträgt. Ich habe 2 gesunde Füße. Ja, ja, Mann. Das hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Also dann können wir knicken. Okay. Der tut mir zu leid, das geht nicht. Okay. Auch wenn ich mir für Domme einen Freund wünsche. Aber ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass der nach einem Monat die Pflegestufe beantragen. Nee, also das ist, es geht hier auch, es ging gerade auf Händen tragen, nicht wortwörtlich, Freunde. Aber ich will trotzdem lesen, was stand da mit 50 Kilo da drunter? Sollst du auf keinen Fall... 76, 78. Der ist... Oh, was steht da drunter? Was steht da dann drunter? Sollst du auf keinen Fall über oder unter 50 Kilo? Das ist aber Domme genau richtig. Händen tragen muss. Aber so nett aus. Muss im Monat die Pflegestufe beantragen muss. Guck mal hier. Ich hab ja auch was gefunden. Hey, immer mit eurem scheiß Internet. Oh, Tante Marianne, man merkt, es geht eher auch auf die alte Art und Weise, ja? Fährt ihr die alten Rösser? Reitet ihr die alten Rösser mit der Zeitung? Domme ist aber schon online unterwegs, ja? In einem Datingportal. Oh, der sieht doch nett aus, Flo, oder? Den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Ist ja ein süßen. Mhm. Florian, 25 ist er. Guck mal, ist auch dein Alter. Also, ja. Weißt du was? So ein Sohn nenne ich die auch gerne. Hey, Matt. Also was so Partnersuche angeht, ist Tante Marianne auch immer ganz hellhörig. Und die will auch das Beste für Domme, das merkt man. Abitur, kein Titel, Gelegenheitsraucher, keine Haustiere, keine Kinder. Hey, melde dich doch bei mir, vielleicht wird es ja was. Kranke Bio. Also da hat er sich auch beste Mühe gegeben. Melde dich doch mal bei mir, vielleicht wird es ja was. Tja, das wäre jetzt die Möglichkeit. Ist da auch sofort eine Telefonnummer bei? Ja, steht hier, aber... Ei. Ich kann da doch jetzt nicht einfach so anrufen. Doch. Also was, du kannst da jetzt nicht so anrufen. Da steht doch, du sollst anrufen. Ja, was denn sonst? Also willst du Brieftaube rüberschicken, Domme, oder was? Nein, eine Nachricht natürlich, ne? Aber klar, anrufen ist direkt persönlicher. Zeigt auch Mut. Also let's go, Domme, go for it. Aber du willst einen Partner haben. Ja, richtig. Dann musst du dich auch melden. Ja, aber was soll ich denn dann sagen? Sagst erstmal, hallo, ich bin die Domme. Ich habe deine Annonce im Internet gelesen. Und dann... ergibt sich das Gespräch schon von alleine. Von alleine. Komm, mach jetzt, sei hier. Domme ist so unselbstständig, das ist unglaublich, ja. Also wie ein kleines Kind. Kann nix selber. Nicht so schüchtern, jetzt gibt's mach das. Jetzt, Domme, Mann! Mach mir ja schon wieder sauer. Ui. Da wird das Smartphone gezückt. Damals noch kein Smartphone, sondern, ja. Schiebehandy, ich weiß nicht, wann die gedreht wurden, die Sachen. Hallo, Florian. Oh, Florian geht direkt ran. Florian ist natürlich auch neugierig. Das ist eine unbekannte Nummer. Das kann auch ein Anruf für seine Annonce auf dem Datingportal sein, ne? Mal gucken, wie das Gespräch jetzt ausgeht, meine Damen und Herren. Ja, hier zu Domme. Ich habe dein Profil im Internet gesehen und finde das halt ganz nett. Und deswegen melde ich mich jetzt bei dir. Okay, das ist aber toll. Ja, du hörst dich auch ganz nett an. Ja, ja super. Also das kann ich nur zurückgeben. Bist du denn gerade im Internet? Ja, bin ich. Hör mal, dann geh doch mal auf Dominik Gregori. Ja, eine Sekunde, warte mal. Ui, eieiei, da, aber da vibe das. Da ist,
Da knistert das ein bisschen auch, ne? Da wird jetzt Dominik Gregori auf der Dating-Plattform direkt abgecheckt und dann kommt es vielleicht zum Treffen. Also hoffen wir es. Du siehst aber auch ganz schön niedlich aus. Ja. Ach, echt, danke schön. Was hast du denn so für Hobbys? Weil hier im Internet steht ja gar nichts über dich. Ja, als Kind bin ich gerne geritten. Aber als Kind gerne geritten, ja. Was hast du für aktuelle Hobbys? Leider kann da nicht viel kommen von mir. Im Bett liegen und Süßigkeiten futtern. Ja gut, heute jetzt nicht unbedingt mehr. Also Pferde sind nicht mehr so meins. Mhm. Ich mache jetzt mal auf leise. Ja, und was sind deine Hobbys? Oh. Das war vielleicht gerade eine Nummer. Also oh! Ja, ja, da wird jetzt aber hier unter vier Augen beziehungsweise unter vier Ohren weiter telefoniert. Ja? Ja, da möchte Dominik nicht mehr die hellhörigen Ohren von Tante Marianne dabei haben. Ja, da war knistert da schon so ein bisschen, ne? Spannend wird, macht doch mal den Lautsprecher aus und lässt mich da sitzen, ja, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Uiuiui, was ist das denn? Das ist hier ein Stundentelefonat jetzt, oder was? Eieiei, meine Damen und Herren. Das weibt ja hier unglaublich. Das knistert, mir wird hier schon ganz warm. Er könnte auch an der Jacke liegen. Ja. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Oh Gott. Oh, der ist so süß. Oh. Domme hat schon direkt Schmetterlinge im Bauch. Das ist doch schön. Das ist doch herrlich, Freunde. Hey, lass, spann mich hier nicht auf die Folter. Ja, will mich treffen. Oh, wie toll ist das denn, ja, bitte? Oh, wie toll, da freue ich mich. Aber das ist keine Fake-Freude von Tante Marianne, das ist wirklich Freude. Das sieht man ihr. Die freut sich wirklich für Domme. Bist du, wenn man die Eigeninitiative ergreift, dann passiert auch was. Oh Gott, ja. Der will mich wirklich treffen, Tante Marianne. Ja. Ich bin so aufgeregt vor dem ersten Treffen. Mhm. Was ist, wenn er gar nicht so ist, wie er sich am Telefon gegeben hat? Ja gut, aber da muss ich jetzt wohl durch. Da musst du durch, Domme. Absolut musst du da durch. So, Dominik auf dem Weg zum Date. Was will der denn hier? Also entweder ist der Florian Bauer, er ist Landwirt, oder er hat sich, oh, da ist der Florian. Er hat sich, glaube ich, für das Date vielleicht auch was gedacht. Auf dem Bauernhof kann auch nett sein. Da so ein bisschen spazieren und so. Ein paar Tiere ist doch süß. Mhm. Einfach so 15 Meter. Dieses awkward entgegengehen, nur wenn man sich gesehen hat, ja? Schon mal aufs Handy gucken. Geil! Hallo, bist du die Domme? Ja, genau. Nee. Bist du der Florian? Ja, ganz genau. Ja, so ein bisschen enttäuscht war ich ja schon. Was enttäuscht, Domme? Domme? Domme! Hab ihr nicht so hohe Ansprüche, Minion? Ne, immer ein bisschen bei flach halten. Sei doch dankbar, dass jemand jetzt Interesse zeigt, sich was überlegt, sich mit dir trifft, Domme. Ja? Enttäuscht, sagt sie jetzt. Also wirklich, das kann ich mir jetzt schon wieder nicht anhören. Also sportlicher habe ich mir Florian auf jeden Fall vorgestellt. Domme, sportlicher? Domme, du hast selber noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Also bitte hier. Aber hör mal, was machen wir denn jetzt? Hier gehen wir jetzt hier Schweine füttern oder ja, Schweine füttern. Streicheln, so mitten auf dem Bauernhof. Ich hab mir was ganz Besonderes an. Ah, die pöbelt schon wieder, ne? Also guck mal, er hat sich Mühe gemacht. Er hat sich was überlegt, das ist doch süß. Und die pöbelt schon. Was machen wir jetzt hier? Schweine füttern oder was? Wenn mir so ein entgegenkommt, der ist direkt so sorry. Wertschätze doch mal, wenn sich jemand anders Mühe gibt. Unglaublich. Fahren lassen für dich. Komm doch einfach mal mit und guck's dir richtig an. Das wird dir schon gefallen. Oh, guck mal, was ein korrekter Kerl. Eine Braut. Die sieht ja noch schärfer aus als auf den Fotos, aber ihre Freude. Richtig. Mir gegenüber. Also Domme, also Flo findet sie schon mal scharf, ja? Findet er Domme ganz würzig, ne? Ja. Und ja, aber es ist natürlich die Laune. Wenn Domme noch ein bisschen positiver wäre, dann würde die Sache auch noch ein bisschen anders aussehen, ja? Das würde ich mir von Domme persönlich auch mal wünschen. Freunde, mach kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Margangster, an das Kanalmitglied, an Rolf Seiler und an die Kommentare Doris Fehringer an RobloxSlay000 und den ersten Kommentar im Netz wieder PowerGirl55 geschrieben. Wenn du mir das Video auch grüß werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei. Also, ich weiß nicht, gefalle ich hier einfach nicht? Mach dir da nicht so viel Gedanken, Florian. Du machst alles richtig, Kollege. Ich bin stolz auf dich. Der Flo ist ein super Kerl, wirklich. Also, bisher hatte er Magi C. Toller Kerl, wirklich. Toller Kerl. So, ich hab dir doch am Telefon gesagt, dass ich keine Pferde mehr mag. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist total eklig hier. Ey, die pöbelt nur rum, eklig und so weiter. Also, wenn jemand so bei einem ersten Date zu mir ist... Feierabend. Also, wenn da draußen jetzt gleich Pferde sind, ne, dann... Mhm.
bin ich aber sofort wieder weg. Jetzt warte doch erstmal ab, wir sind noch gar nicht da. Okay. Richtig. Ey, also erstmal sind da noch keine Pferdedomme und selbst wenn da welche wären, irgendwas hat er sich schon gedacht, warte etwas ab und so mit Unfreundlichkeit begegnen, vor allem beim ersten Date, ist einfach ein No-Go. Komm einfach mit. Oh Mann, oh Mann. Was? Einfach Kamele? Warum hat er Kamele in seinem Stall? Hat er eine Kamelfarm oder was? Was? Kamele sind so lustig. Oh, sind die riesig. Gott, was machen denn Kamele hier? Der hat sie doch nicht mehr alle. Schlimm genug, dass ich keine Pferde mehr mag. Und dann stand ich da auf einmal vor diesen riesen Kamelen. Er ist doch lustig. Ey, was übel die faszinierende Tiere. Was sind das für Oschis? Ich wusste nicht, dass Kamele so riesig sind. Geh doch einfach mal rein. Ja. So, rein jetzt. Das ist doch voll die lustige Idee. Also, wieso sind denn Kamele hier? Und warum haben die Sättel auf? Ja, jetzt wird eine Runde Kamel reiten. Wenn das Kamel mit Dommel auf dem Rücken überhaupt hochkommt. Max Pferde reiten nicht. Da dachte ich, wir machen Kamelreiten. Bei Ivan und Soleika passiert schon nichts. Sie sind ganz lieb. Also, du magst keine Pferde? Also Kamele. Finde ich lustig. Das finde ich lustig. Ich soll da jetzt echt drauf reiten. Du hast sie doch nicht mehr alle. Die brechen doch unter mir zusammen. Das können die doch gar nicht aushalten. Ah, immerhin ist sie realistisch. Okay, okay. Aber ein bisschen Optimismus muss jetzt auch sein. Das Ding wird, glaube ich, durchgezogen. Flo hat sich was dabei gedacht. Dann muss das auch durchgezogen werden, ne? Die halten das schon aus. Ich habe das alles schon vorhin angeklärt. Probier's. Der hat das geklärt, gegoogelt, hat mit Tierärzten geredet, wie viel die aushalten. Aber ich glaube, so ein Kamel hat schon eine krasse Traglast. Also, auf einmal mir zuliebe. Du wirst merken, das macht wirklich viel Spaß. Ja. Also wenn ich auf so ein Kamel steigen soll, dann brauchen die auf jeden Fall vorher ein bisschen Energie. Sonst können die mich ja gar nicht tragen. Ja, ich will denen jetzt einen Schokoriegel geben. Ich glaube, Kamele essen keine Schokolade. Nee, oh, Kamele darf keine Schokolade essen. Nee. Ja, aber die sind doch viel zu dürr, die halten mich doch sonst gar nicht. Also das geht, wir gucken draußen. Okay. Was macht da eigentlich Flo? Okay, für die Dreharbeiten, ja, okay. Uiuiui. Aber ist das sein Hof? Nee, ne? Der hat die einfach, glaube ich, das ist seine Date-Idee. Einfach auf eine Kamelfarm und dann Kamel reiten. Ist doch eine süße Idee, hat sich Gedanken gemacht. Und ist mal was anderes, ja? Ja gut, dann wird dann, wenn das Kamel den Schokoriegel nicht will, dann wird er natürlich selber verschnabuliert. Das lässt sich Domme nicht zweimal sagen. Da wird das Ding selber verschnabuliert. Unglaublich. Unfassbar. Was ist denn? Komm schon. So. Ja, nicht so schüchtern jetzt. Komm ja schon. Ja, komm. Ach, mach dir keine Sorgen, das wird schon schön. Ja, aber ich hab Angst. Ach, du brauchst keine Angst haben, komm. Als wir uns an diesen Kamelen genähert haben, wäre ich am liebsten weggelaufen. Mhm. Ja gut, aber Florian zuliebe. Die Kamele auch. Spaß. Habe ich dann doch durchgezogen. Mhm. Als ich gesehen habe, wie ängstlich Domme war, da bin ich direkt auf mein Kamel gestiegen, um mir zu zeigen, dass das nicht schlimm ist. Und ja, ich. Oh, der Flo hat also Kamelreiten schon mal gemacht. Der ist doch nicht ganz neu in dem Business, ne? Wollte auch so ein bisschen zeigen, wie mutig ich bin. Guck mal, ist doch kein Problem. Alles in Ordnung. Guck mal, alles ist in Ordnung. Probier das doch auch mal. Was für Oschis, Alter. Ich wusste nicht, dass Kamele so groß sind. Das macht riesen Spaß. Aber ist das nicht das falsche Klima hier? Denn hätten wir doch mehr Kamele in Deutschland. Die leben doch eigentlich in der Wüste. Das auch. Außerdem ist das viel besser, als auf dem Pferd zu sitzen. Ja, aber ich glaube auch, dass das cooler ist. Du brauchst keine Angst haben, das sind hier Vollprofis. So viel Kraft, das ist also absolut faszinierende Tiere. Also ich habe jetzt gerade sehr viel Augen für die Kamele. Das sind so faszinierende Tiere. Ja, komm, Domme. Domme, schwing jetzt dein Bein auf das Kamel, meine Güte. Kann doch nicht wahr sein, Mano. Jawohl, so, Domme sitzt drauf. Vor allem, wie die aufstehen, ne? Die gehen ja erstmal mit den Hinterfüßen und dann wird man nach vorne geworfen. Dann muss man aufpassen, dass man nicht nach vorne rüberfliegt. Warum geht das denn jetzt nicht hoch? Das sollte doch eigentlich hochgehen. Das sollte hochgehen, wie so ein Fahrstuhl. Das ist ein Lebewesen. Oh nein, das steht nicht auf. Ich glaub's nicht. Oh nein! Das Kamel steht nicht auf. Domme ist zu schwer. Oh nein! Oh nein! Und das beim ersten Date. Meine Güte! Oh nein. Hallo. Ich glaube, wir müssen Kamele tauschen. Kamele tauschen, ja. Kamele tauschen. Du bist ein bisschen schwer für liebe Soleika. Als dieses Kamel dann nicht aufstehen wollte. Oh nein, beim ersten Date unangenehm. Habe ich eigentlich schon Maximale Traglast.
überschritten. Ich dachte, dass ich aus dieser Nummer endlich draußen bin. Und dann kam dieses Mädchen auf die tolle Idee, dass wir doch einfach die Kamele tauschen. Okay, das andere ist ein bisschen kräftiger, glaube ich. Ja, das ist noch, glaube ich. Boah, das ist noch größer. Da kommt Domme. Wie soll Domme denn da raufkommen? Da muss ich raufgetragen werden. Wird aber auch nicht so einfach. So, komm. Komm, Domme. Du packst das. Geil. Ich krieg dann mein Bein nicht drüber. Der nee. Ist doch komm, viel ich zu versuch groß. Dir zu helfen. Ja. Komm. Versuch's nochmal, komm. Ich finde Flo so ein super Kerl, wirklich. Also nur Props an Flo. Ich kann nicht reiten. Da hinten, wir haben auch Kameltreppe. Ah, wirklich? Oh, das ist doch super. Ah, dann kommt wir haben auch Kameltreppe. Kameltreppe haben auch. Dann geht sie da hoch. Ah, dann kann sie von oben da. Ah, wenn man da stürzt, ist halt gefährlich. Aber das ist, glaube ich, leichter. Noch zum Reiten. Ja, super. Ja, komm, lass uns das versuchen. Komm. Ja, ja. Oh nein. Oh, Domme. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Lass dich doch mal darauf ein, Domme. Mann, man kann sie aber auch nicht recht machen. Das ist wirklich zum Mäusemelken. Zum Kamelemelken ist das, meine Freunde. Das eine Kamel bin ich zu schwer, auf das andere komme ich nicht drauf. Mhm. Da habe ich eigentlich gedacht, der Ausritt ist somit beendet. Aber nein, da haben wir da auf einmal so eine Kameltreppe. Normal. Was, die Kameltreppe ist doch wunderbar. Was ist das hier zum Springen? So ein zum Springen? Machen das Kamel auch? So Kamelspringen? Das ist doch super. So, erstmal Florian aufs Kleine. So. Und jetzt kommt Domme noch auf das große. Ja. Achtung, Höcker. Was ist im Hocker eigentlich drin? Ist das Fettgewebe oder ist das Wasser da drin? Ich weiß das gar nicht so genau. Oh, Domme sitzt drauf. Los geht's, das Kamelreiten. Oh, das muss ein cooles Gefühl sein. Das ist aber echt ganz schön hoch hier. Ja, das ist hoch. Und das wäre aber unglaublich, was für kräftige Lebewesen das sind, ne? Das ist faszinierend. Also diese Folge, Kamelfahren am Niederrhein. Am Niederrhein? Also es ist sogar gar nicht so weit weg von Köln, glaube ich. Kamelfarm? Wo man eine Runde Kamelreit machen, ne? Jawoll! Mit Abenteuermusik! Mit Abenteuer! Ja, genau, Kamelrennen. Also da ist Domme, glaube ich, komplett raus. Doch nicht und mehr der alle. Gewinner kriegt eine Überraschung, okay? Komm, bis da vorne zum Gatter. Ja, gut, okay. Ja, komm. Auf geht's, komm, hopp hier. Let's go. Wer ist schneller? Ich hätte das Schlimmste hinter mir. Und da fängt Florian da auf einmal an, ein Kamelrennen zu fahren. Ja, Kamelrennen. Der Flo ist ein klarer Draufgänger. Der will dann auch nochmal ein schnelles Kamelrennen raufballern. Natürlich. Mal gucken, wer gewinnt. Anstalten. Ich dachte, ich werd nicht mehr. Boah, ich glaube auch, Flo gewinnt. Gewonnen. Ach nein. Doch, ich hab einen Wunsch frei. Wie ein Wunsch frei. Ja, ich habe doch das Rennen gewonnen. War ein krasses Rennen, war wirklich. Aber die können natürlich nicht von ihren Leuten da von den Guides losgelassen werden. Dann das würde sehr wild ausgehen. Und ich hätte gern einen Kuss von dir. Ein Kuss? Ui! Flo! Da nicht direkt mit der Tür ins Haus stürzen, Minion! Ein Kuss direkt von der Domme. Na gut. Das ist aber auch, glaube ich, für Domme sehr viel gerade auf einmal. Das ist ja das Höchste der Gefühle, ja. Direkt ein Küsschen jetzt hier. Aber der Vibe war ja auch schon ein bisschen da. Und Flo sagt hier, ich gehe aufs Volle. Was soll ich hier so halbe Sachen machen? Ich gehe jetzt mal aufs Volle. Ich versuch's. Zumindest ein kleines Küsschen auf die Wange. Ja gut, aber erst, wenn ich wieder sicheren Boden unter den Füßen habe. Ja gut. Ja, okay, dann lass uns mal schnell absteigen. Ui. Ui, Flo will den Kuss aber unbedingt, ne? Aber immerhin ist Interesse auch von Flo da. Das ist doch schön. Die beiden passen doch. Wie Pech und Schwefel passen die beiden. So, Moment, was ist denn jetzt mit meinem Kuss? Ui, da wird sich aber auch direkt in den Weg gestellt. Flo pocht auf den Kuss. Ja, noch was. Okay, aber nur einen kleinen. Ja, okay, nur einen kleinen. Oh! Und meinst du mich nochmal? Oh, da war sehr direkt. Oh, da war jetzt, glaube ich, jetzt nicht direkt auf den Mund, weil er hier so ein bisschen Wange, aber das war schon offensiver als gedacht. Ich würde sagen, gut gelaufenes erstes Date. Ja, also dafür, dass Domme so eine Meckertante ist, glaube ich, ist das in Ordnung. Wiedersehen. Also wenn ich ehrlich bin, am liebsten so schnell wie möglich nochmal. Oh, aber wir hatten ja schon mal eine Reaktion auf ein Date. Da war ja der noch bei seiner Mutter wohnt und so weiter. Das war ja Domme zu sehr Muttersöhnchen. Aber ich glaube, das ist ein gestandener Mann. Da will Domme direkt sagen, ja, nochmal. Morgen direkt nochmal. Oh, das freut mich aber, ja. Also, ne, auch wenn ich erst Schiss hatte, das war aber echt ein schöner Tag. Das hat echt Spaß gemacht, danke. Mhm. Oh, das fand ich auch. Ja, gut.
Schön. Finde ich gut, dass da dieser kleine Sinneswandel von Domme noch messe und sie jetzt doch Props gibt für die Mühe, die er sich gegeben hat, weil das ist ja eine süße Aktion von ihm gewesen. Ja, auch wenn sie am Anfang ein bisschen ängstlich war, ist natürlich auch so eine Abwehrhaltung von Domme. Sie meint das ja vielleicht gar nicht so böse, aber jetzt ist doch alles super. Ja? Gut, dann komm, dann bringe ich dich jetzt noch raus. Ja. Okay, während des Dates hat mir Florian auf einmal immer besser gefallen. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber der ist ja schon ziemlich heiß. Ja, ist auch ein Gentleman. Der Flo ist auch ein Gentleman. Ich will ihn auf jeden Fall wiedersehen. Mhm. Und ich könnte ihn mir sogar als meinen Freund vorstellen. Ui. Uiuiui, was für eine tolle Folge. Domme angelt sich endlich einen Mann. Dass Dates hier endlich mal gut gehen, Freunde. Das war's mit diesem Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Magen seid. In die Magen kommt ihr einfach, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Weil ich bin der Mago und wir alle sind die Magen. Das könnt ihr hier unten auch tun. Hier kannst du auch mein Instagram abchecken. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen. Und bis später oder morgen zu einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao.